Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Olli1340, LS19, hinter Kaifek. Jo Leute, ich bin noch morgen aufgestanden und tat mir die Knochen ein bisschen weh. Ich glaube, der Winter kommt. Ja, so sieht's aus. Ja, ich habe ein bisschen was getan. Also, ne, ich hatte ja Sonnenblumen noch auf dem Feld hier gegenüber gehabt. Die habe ich runtergeholt und eingefahren. Und ja, Felder sind alle soweit fertig. Alles vorbereitet für die Season. Mit dem Händler habe ich schon gesprochen, bekommen einen Viehhänger, um ein Viehzeug zu kaufen. Und ja, meine Silos sind eigentlich soweit, ne, gut gefüllt. Und wie ihr seht, haben wir Gras und Heu drin. Das mit dem Gras und mit dem Heu, mit dem Feldteilen, naja, das habe ich dann so ein bisschen verpeilt. Weil wir haben runtergeholt Heu 164.000 und Gras nur 62.000. Also gute 100.000, die wir da, ne? Also 50.000, die wir uns vertan haben. Ne? Also von der Feldteilung her. Ja, Mutti hat schon gesagt, mach mal den Hof alles sauber, ne? Und räume alles auf, weil wir kriegen Schnee. Naja, Mutti. Hat aber vorhin noch Wäsche rausgehangen. Ist auch schubberig kalt geworden. Die Sonne scheint zwar, aber naja. Wettermäßig merkt man, es wird kühler. Gut, ich hatte mir die Wiese 8 gekauft und hatte mir da drauf gemacht. Da wollte ich eigentlich mit euch mal hinfahren eben und, ne, und wollte mir das angucken. Und zwar, ich hatte ja gesagt gehabt, ich möchte ganz gerne freilaufende Kühe auf diese Wiese haben. Hat der Benny mir dann geschrieben, nee, das geht so nicht, da muss man sich eine Mod nehmen. Das ist eine Weide, ist das. Ich habe dann recherchiert und eine Mod gefunden. Das ist eine Weide, die sehr groß ist, ohne Zaun und so. Und naja, das habe ich dann auf der Wiese 8 gemacht. Und ja, beim ersten Mal, wo ich die draufgesetzt habe, ich mache das ja immer auf eine Map, wo ich dann, sagen wir, die Map habe ich zweimal drauf hier auf dem Rechner. Und die eine zum Ausprobieren, zum Testen und so weiter und so fort, habe ich festgestellt, dass die Wiese oder diese Weide ziemlich hoch angesiedelt wird. Also man hat dann schon einen Puckel im Gelände ringsrum um diese Weide und da muss man ein bisschen beiarbeiten. Mit Gras machen und, ne, ein bisschen angleichen. Ne, machen wir mit Landschaftsbau. Kostet alles ein bisschen Geld, aber geht. Ne? Ja, wie gesagt, ich habe da ein bisschen gebastelt und, ne, mal eben mit euch da hinfahren und gucken uns das mal eben schnell an. Und jo, dann sieht es aus, dass wir dann, ne, die Season starten. Alles ist gemacht, alles ist da für die Viecher auch, die ich kaufen möchte. Ich möchte so 20 Schwarzbunte holen. Die nennen die, glaube ich, naja, die Holsteiner, ne? 20 Stück und 20 Schweine werde ich wohl holen und ja, 25 bis 30 Hühner. Obwohl, ich mache ja alles mit dem Transporter, ich lasse sie nicht darüber beamen, möchte die ganz gerne rüberfahren. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich mir das vorstelle. Und wenn ich die dann drüben habe, werde ich die Hühner zum Schluss holen, aber mit den Hühnern wird es dann wohl ein Problem geben, dass ich die nicht transportieren kann, weil der Trigger für das Hühnermenü ist in dem Stall und da kommen wir mit dem Hänger nicht rein. Müssen wir ausprobieren, weiß ich nicht. Aber wie ihr seht, ne, da ist die Wiese 8, da ist schon ein Unterstand drunter. Ne? Da ist noch eine kleine Scheune, habe ich da noch hingepackt für, naja, Stroh und Stroh. Ja, so auch Stroh. Die brauchen auch Stroh hier. Stroh und Heu und Gras einzulagern. Und dann gehen wir mal. Die Tore waren schon, ne? Eingezäunt war das schon komplett und die Tore waren auch schon. Und ich habe da nur, wie gesagt, also diese Wiese drauf gepackt. Und alles andere angeglichen. Uns da gleich mal aus der Luft an. So, wie gesagt, das ist
vom Modding World ist das so eine Scheune hier, ne? Da geht der Wind durch, so. Ich hoffe nicht, dass mir da irgendwas verrottet. Dann haben wir hier für Milch abzuholen. Und dann ist hier für Gülle der Trigger auch. Und dann hier für Stroh, für Heu, damit die Jungs Futter kriegen, ne? Oder haben. Ja, mit dem Wasser war ein bisschen kompliziert, weil da musste ich das ganze Feld aufreißen, um die Rohrleitung zu legen, weil der Wasseranschluss da hinten an der Straße ist. Und das war schon ein bisschen kompliziert, ne? Ja. Oh, ich mache ja sowas, ne? Das ist überhaupt kein Problem. So, die Wiese ist schön hoch und saftig. Also hier kann man, ne, ein paar Kühe draufpacken. Sieht auch gut aus, wenn das, ne, wenn die Kühe drauflaufen, haben wir schon angeguckt. Aber ich werde zum Winter eher die Kühe nicht hinpacken, ne? So, da werde ich hingehen und werde die dann erstmal im Stall packen und über den Winter und zum Frühjahr hin oder so, dann kommen die hier auf der Wiese. Wir gucken uns das mal in der Luft an. Jetzt weiß ich mir erstmal gucken. Ich mit diesem Programm kenne ich mich auch noch nicht so richtig aus. So, einschalten. Zack. So sieht nun das G8 aus. Oder die Wiese 8. Und in welchem Bereich die Kühe ne laufen werden, werdet ihr sehen. Ja, die Bäumchen habe ich auch hier drauf gesetzt, weil, ne? So zwei, drei Bäumchen müssen ja auch sein. Liebe Bäume. Jo, so viel dann halt eben zu der Wiese. Ich liebe das, wenn Kühe draußen rumlaufen. Ich mache das nicht so haben. Die ganze Stallhaltung, da bin ich kein Fan von. Und nee, und da habe ich mir gedacht, da muss irgendwas her. Und danke, Benny, nochmal für den Tipp, ne? Ja, hier sind noch ein paar Beulen drin oder so. Aber da kann ich mit leben, ne? Das ist dann so, ne? Ja, so viel zu dem Thema dann. Hat es dann auch erledigt. Also, zumachen hier. Ja, ich bin wieder viel zu schnell. Das ist nicht gut. Das taucht mir nämlich hier aus dem Sitz, naja. Also ich hoffe, dass ich annähernd diesen Effekt hinkriege, wie das hier mit der Wiese ist hier. Ich finde das nämlich so schick. Ja, die haben Spaß hier. Das ist top. So.
dann lassen wir so stehen. Mutti kommt raus, ne? Jo. Ja, wie gesagt, alles soweit fertig. Wir können Gas geben. So, dann kriegt, ne, Bello noch mal was zu fretten. Zack, guck mal. Na, damit er noch ein bisschen Speck kriegt, weil wird kalt. So, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich mit der Season. Guten Morgen, Leute. Bitterkalt ist geworden. Jo, wir haben es geschafft. Nach langer Zeit ist die Season drauf. Und wir können Viehzeug kaufen. Ich freue mich da schon richtig drauf. So, na, hallo, alles gut? Gefroren die Nacht oder was? Doch, guten. Ja, alles top, zufriedenstellend. Tor auf, Schlepper geholt und zum Viehhändler gefahren. Ja, wie ich ja sagte, ich möchte ganz gerne das Viehzeug also mit dem Hänger holen. Und das mit den Hühnern wird nicht funktionieren, weil der Trigger für die Hühner hier ist. Und ja, wenn ich die, selbst wenn ich die im Hänger verfrachtet kriege, kriege ich den Hänger hier nicht rein. Ja, weil das Teammenü ist nicht hier. Ne. Ja, auch nicht. Das funktioniert nicht. Nee, das wird nicht funktionieren. Na gut. Dann nehmen wir uns einen Schlepper und fahren zum Händler, weil da hatte ich ja schon angerufen gehabt, wie gesagt, und. Viehzeug einkaufen. Oh, Scheibenwischer an, das hört sich nicht gut an. Oder das fühlt sich nicht gut an. Das gibt Schnee oder Regen, ne? So. Bello, kommt Leben auf den Hof hier. Warum der Scheibenwischer an, jetzt weiß ich auch nicht, ne? Hm. Ist jetzt ein Bug oder was? Hoffe nicht. Es ist morgens 7.08 Uhr, es ist knackig kalt, 5 Grad, und Opa sitzt draußen, ne, und schmökt sich einen. Ja, die Kühe sind auch draußen, ja, aber wir können ja mal eben, das können wir mal machen, wir fahren mal eben an der G8 vorbei, oder an der Wiese 8, sage ich jetzt einfach mal, und schauen mal, wie da die Wiese aussieht. Was sich jetzt durch die Season verändert hat, das habe ich nicht ausprobiert. Nur meine Außenansicht. Also die Bäume, das hat schon mal geklappt, weil ja nicht unbedingt alle Bäume mit der Season zusammenspielen. So, das sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Können wir so lassen.
Na gut. Auf zum Viehhändler. Nein, ist gar nicht wahr. Ich muss ja erst zum Händler hin, damit ich den Hänger kriege, ne? Und der Scheibenwischer ist, das weiß ich auch nicht so genau. Ja, der Hof, der reizt mich immer wieder. Oh Mann, das ist so schön, aber der andere Hund ist auch schön, ne? Könnte man, ne? Guck mal, könnte man Schafe hinsetzen oder sowas. Was hinten der wischt auch. Guck mal. Schick. Vorbei. So aufpassen, ne? Die sind so flugs, die Dinger. Polizei ist da. Steht aber nicht gut hier, Leute. Das muss ich mal sagen. Was in der Tat? Was machen die denn schon hier? Oh, jetzt muss ich raus in der Kälte. Ich meine, so kalt ist ja nicht, ne? Geht ja noch, ne? So, angekuppelt. Ah, der muss die Kabel auch haben, ne? Wieso macht er damit die Kabel nicht? Okay. Jo, wenn dem so ist, ne? Kabel müssen dran, das tut sonst nicht. Jetzt, guck mal. Nur richtig drücken, dann geht das auch, ne? Ja. Blinker geht, Licht geht, alles gut. Winterlandschaft finde ich ja auch schön, ne? Jetzt mal ganz ehrlich. Das macht ja auch Spaß, ne? So morgens, früh morgens so raus, ne? Und dann durch den Winter watscheln. Durch eine dicke Joppe, ne? So, sind wir nur beim Tierhändler, dann können wir Viehzeug kaufen. Also ich finde das angenehm, die Autos, ne? Also ist schick. Eine Liftachse oder was? Räder drin sieht er gar nicht. Okay. So, dann können wir jetzt einkaufen. Wir nehmen zuerst mal die Kühe, ne? Haben wir gesagt, ne? Schwarz, weiße. Wo sind denn die? Holsteiner, da sind sie doch. So, davon. Wie viel geht denn wohl rein in den Hänger? Weiß ich gar nicht. Hab ich gar nicht geguckt jetzt.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, das ist gut. Viehhänger ist voll. Okay. Bestätigen. So, guck mal, haben wir die Kühe da drin, ne? Ganz liebe. Oh, jetzt dreht sich das Rad auch. Ja, dann wahrscheinlich. Ja, dieses Gewicht drin, das geht ja auch, ne? Das ist natürlich schick. So, wenn wir so nicht rumkommen, dann machen wir das anders. Ja, Mädels sind ja gleich da, ne? Ja, mal schauen, wie es jetzt wird, ne? Mit dem Füttern und so weiter und so fort. Ich meine, ich werde das nicht mehr so vollpacken. Ich habe ja letztes Mal den Fehler gemacht, bin ja hingegangen, habe die Kühe ja gekauft, wo noch nicht in der Season war. Und hatte die also vollgepackt. Ne? Und dann ist es ja so, dass wenn du da Futter reinschmeißen musst oder so, dass dann, ne, ja, geht dann immer so ein ganzer Strohballen rein. Das war mir dann ein bisschen langweilig. Und, ne? Dann mache ich jetzt ein bisschen anders. Wir werden die nicht bis oben zum Rand vollpacken. Immer was zu tun haben, ne? Der Ballon fliegt immer, ne? Da kannst du machen, was du willst. Da können, ne, sich 30 Gramm minus sein, da fliegt er noch, glaube ich. Nun kommt Leben auf den Hof. So, da waren jetzt 6, da waren 12. 6, 12, 18. Kühe und Schweine zusammen geht nicht. Fangen wir von hier aus rein in den Kuhstall. So, dann machen wir mal direkt hinten auch auf, den fahren wir raus, da können wir nämlich durchfahren. Oh, Silo muss ich zumachen. Darf ich nicht vergessen. Ich nicht vergessen. Hoffentlich geht er noch zu. Ja. So. Licht an. Ja, der Mischwagen, der ist auch press, ne? Also das war auch so eine Aktion. Ich hätte fast gedacht, ich kriege den nicht rein.
So, ich bin ja mal gespannt, ne? Wird jetzt funktionieren mit dem Abladen hier, ne? Kühe sind da noch drin. R drücken. Ah, Viehtransport, das ist doch geil. Guck mal. Zack, 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 zack. Bestätigen. Oh, wie schick ist das denn? Leute, die ersten 6 Kühe sind da. Ha, so direkt die nächsten geholt, ne? Ja, Video wird ein bisschen länger, ne? Weil Viehzeug muss ja geholt werden, ne? Hallo, pass auf, die Kühe auf, ne? Die sind neu. Wie dass da einer kommt und mobst mir eine Kuh, ne? Ja, das ist einfach schön hier. Ich kann immer wieder nur betonen, die Map ist einfach genial. Zu schnell. Na gut, ist kein Viehzeug drin, ne? Dann muss man da nicht so aufpassen, ne? Achso, ich muss ja nicht zum Händler, ich muss ja zum Viehhändler. Kann ich da eigentlich auch wieder hinten rumfahren, ne? Ich doch auch. So, wollen wir mal gucken, ne? Zack, rein hier und die nächsten 6 geholt. Holsteiner, wo sind sie? Da. 1, 3, 4, 5, 6. Hänger ist voll. Okay. Bestätigen. 11.000 Euro für 6 Stück. Und läuft, ne? So, dann fahren wir jetzt gleich hier gleich links. War das hier? Ne, weiter noch, ne? Richtung BGA und dann. Wo ist ein Umweg hier? Oder? Hm, okay. Ah ne, hier kommen wir ja an der 8 vorbei, genau. Was ich gleich machen werde, erstmal sofort Wasser aufdrehen, damit die was zum Saufen haben, die Mädels. Ja? Sind die denn böse mit mir? Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wo ich auf der Wiese, wo ich da das Viehzeug abladen kann. Das muss ich mir mal angucken.
bei 5 Grad, ne, können wir normalerweise die Kühe weiterstellen, ne, oder? Weiß ich nicht, hier stehen sie auch draußen. Zu schnell. Arme Viehzeug, ne? Da wird total durchgeschüttelt. So, wollen wir mal gucken. Genau. Verschieben. Okay. Die sollten eigentlich alle raus sein jetzt, ne? Ne, die sind ja noch drin. Warum sind die da noch drin? Ich es nicht. Ah, okay. Ich habe verschieben gedrückt und nicht bestätigen, ne? Oh, wo ist er? Problem in der Bude. Stopp. Wasser aufdrehen, damit die Mädels was zu trinken haben. Ne? Ab und zu habe ich so komische Hakler. Hm. So. Wasser läuft. Ja, gehen auch wieder ein paar Euro drauf, ne? Aber gut, da muss ja rein, ne? Komm, wir machen mal. Wir machen mal 6 Stück auf der Wiese hier und mal gucken, wie das aussieht. Das würde mich jetzt echt interessieren. Ne? Weil die kann ich immer noch umsetzen. Ich weiß nur nicht, wo der Trigger ist dafür. Da muss ich sonst selber gucken. Aber das kann sein, dass der da an dem Unterstand ist. Weil da war für die Milch und ein Trigger, den ich so richtig nicht zuordnen konnte.
So, die nächsten 6 bitte. Keine Schweine noch nicht. Kühe. Holsteiner, da sind sie. 6. Viehtransporter ist voll. Bestätigen. So, dann schauen wir mal. Mal aufpassen, ne? Weil das Tor geht nach außen auf. Im Ruckzuck ist der Schlepper wieder umgekippt oder sonst irgendwas, ne? So, wollen wir mal gucken. Hier ist Gülle in Hülle und Fülle. Nein, Mist. Da hinten ist Gülle. Hier ist Wasser. Da ist ein Spieler. Und da ist einer nicht. Nichts. Nehmen wir erstmal den. Und mal gucken. Könnte sein, dass das hier im Menü ist. Ja, ist es. Verschieben. Okay. Bestätigen. Dann laufen wir so rum. Oh, wie geil ist das denn? Jetzt mal ganz ehrlich. Das gefällt mir ja sehr gut. So, dann gehen wir Wasser aufdrehen, ne? Mädels, wenn er kalte Füße kriegt, ruft er mich an, ne? Ich hole euch dann ab. Kommt er im Stall, ne? Ja. Alles zufrieden, dir. Zufrieden. Ja, wie gesagt, muss das ganze Feld für aufreißen für die Wasserleitung hier, ne? Ja, ja. So, jetzt hoffe ich, dass ich, ne, sportlich bin. Ui. Ja. Oh, den haben wir ein bisschen hoch angesetzt, ne? Was ist denn da passiert? Oha, naja, Hauptsache Wasser läuft, ne? Oh, da war ich auch wieder geistig nicht ganz da, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, müssen wir einfallen lassen zu. Weil das kann man ja nicht zurückbauen, ne? Jo, Wasser ist drin. Und da bin ich wieder eingeleistet, ne? Olli, olli, olli. Nee, nee, nee. Ach. Ich weiß nicht, das war aber jetzt peinlich. Wie kriege ich den denn wieder runter? Oh, ja, okay. Wenn einer was weiß, wie ich den runtergesetzt kriege, bitte in den Kommentaren schreiben. Hilfe! So. Ja, Schweine und die Hühner, das werden wir nicht mehr schaffen in dieser Folge hier.
Was machen wir denn in den nächsten? Aber eine Tour fahre ich noch eben Kühe rüber. Und die Hühner kaufe ich auf den Hof. Dann ist das nämlich auch erledigt. Ja, dann würde ich sagen, dann mache ich 12 auf der Außenweide und 24 im Stall. Und wie gesagt, wenn es dann kälter wird oder so, müssen die Kühe eben reingeholt werden. So, Schweine, Kühe, Holsteiner. Enger ist voll. Bestätigen. Schon bin ich wieder geldlos. Verkehr ohne Ende. Nee, doch, also das ist doch einfach mal, das sieht sehr gut aus und ich habe Kühe draußen. Alles gut. Nicht so schnell, sonst wird's denen da hinten schwindelig. Fang ich mal um, wenn die aussteigen. Ja, Season ist da. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie das jetzt alles im Einzelnen läuft. Versuche mal hier reinzufahren. Ich muss aber da hinten hin, ne? So. Zack. Transporter ist leer. Man hätte auch weiterfahren können, ne? Dann geht auch der Stall zu. Sieht erstmal gut aus.
Dann kriegen die gleich Futter, werden eingestreut. Das ist ja schon mal top, ne? So, gehen wir mal nach oben, weil, wie gesagt, ich habe ja eigentlich alles da. So, hier haben wir, jetzt muss ich den Kollegen ausmachen, sonst sind wir da nicht angezeigt, ne? Also hier haben wir Heu. Hier ist Stroh. Rundballen. Quaderballen. Heu. Dann haben wir, Gras haben wir auch. Ne? Grasballen. Silageballen in Quader und in Rund. Eigentlich alles da, was das Herz so begehrt, ne? Was die Kuh so braucht, ne? So. Ja. Mischfutterwagen, ne? Das war ja auch, hab ja gerade schon gesagt, so eine ganz enge Kiste. So, jetzt weiß ich, dass. Ich weiß nicht, wie groß der Vogel ist. Und wegen Mischungsverhältnis. Oh, cool. Ein Stroh, zwei Heu. Wie war das denn noch? Stroh, Heu und Silage. Ja, wollen wir mal gucken. Dann machen wir mal einen fertig. So, muss mir erstmal dran gewöhnen an den Vogel hier. Stroh haben wir gesagt ein. Na komm, fall runter. Oh nee, oder? Ja, ein bisschen doof gemacht, ne? Oder sagen wir ehrlich? Ah, das sehe ich nicht. Aha, also müssen wir die dann längs nehmen, ist besser, ne? Nehmen ist besser. So. Zwei Heu. Ja, aber das kann. Nee, das kann er nicht. Zwei Heu ist ein bisschen viel, ne? Ja, das kann kein Niveauausgleich, ne? Weil. Die Gabel, wenn ich jetzt, ne? Ich kenne das nur hier, dass die Nivellierzylinder haben. Das heißt also, wenn du hochfährst, nivelliert der bei, dass er immer gerade bleibt. Er hatte ja schon letztes Mal gesagt, ich bin nicht unbedingt der Frontladerfahrer. Ne? Ich habe lieber hier so ein ne? Radlader oder sowas.
Aber für ein Radlader habe ich kein Geld, ne? So ihr Lieben, aber mit diesen Bildern möchte ich mich jetzt verabschieden. Füttern haben wir in der nächsten Sendung auch noch. Weil das Video ist eh schon wieder ein bisschen zu lang geworden. Danke möchte ich sagen fürs Zuschauen. Danke möchte ich sagen für Daumen, für Abos. Ihr seid so lieb, ehrlich. Ja, und ich freue mich darauf, euch dann beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen, ne? Wenn ich hier so ein bisschen Blödsinn verzapfe. Euer Olli1340. Bis demnächst. Ciao, ciao.